So. Wir werden aber, glaube ich, trotzdem noch das Auge der Wahrheit benutzen müssen. Und das sind wieder so Sachen, wo ich mir denke, scheiß auf dieses Spiel. Warte mal. Damit ist der Schleim schon mal weg. Wow. Das hat sich ja echt gelohnt. I'm gonna die. Weil die Zeit einfach weitergelaufen ist. Das war... Naja. Apparently muss man einen direkten Treffer landen. Natürlich ist der Kollege jetzt wieder da. Viel zu hoch. Oh, so wäre ich also da runtergekommen. Verstehe. So wäre ich da also eigentlich hingekommen. Ich verstehe. Was? Ich wollte doch sagen, hier ist doch eigentlich... Alles klar. Hi. Das Schattensiegel ist gebrochen. Bitte rette die Prinzessin. Jo, aber ich verlange einen kleinen Preis dafür. Ihr wisst schon, Heirat und Kinder und das Königreich natürlich, aber und Reichtum. Am wichtigsten aber natürlich Jungfräulichkeit. So, damit fehlt nur noch der Spirit Temple. Der wahrscheinlich irgendwo auf der exakt anderen Seite ist. Ja. So, was haben wir im Spirit Temple eigentlich nochmal bekommen? Die Krafthandschuhe, oder? Müssen wir also wieder so ein Schieberätsel machen? Ich vermute mal. Oh no. Au. Ah.
Lalilu, ganz viele Schnecken, ganz viele Schneckmax. Schauen zu. Wait a minute. Moment. Was musste ich da... Warte mal, musste ich da nicht eine... Musste ich da nicht Krabbelminen durchschicken? Nee, warte, ich habe Magie bekommen. Hier waren Schnecken, die mir Magie gegeben haben. Hier waren Schnecken, die mir Magie gegeben haben. Brauchte ich dafür nicht eigentlich Krabblerminen? Ich habe aber keine Krabblerminen. Vielleicht reicht das ja. Nope, so waren die Rätsel nicht gedacht. Alles klar. Aber selbst wenn ich Krabbelminen benutzen würde, die würden bis dahin nicht reichen. Fascinating. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ein Liedchen spielen wird mir ja auch nichts helfen. Ein Liedchen spielen wird mir hier auch nicht helfen. Ich hätte sie einfach nur verschieben müssen. Ich dachte, ich hätte gegen die kämpfen müssen. Aha. Really now? Das hat mich nämlich gewundert. Mit der Krabbelmine hätte ich nie und nimmer beide treffen können. But now everything makes sense. Aber jetzt macht alles Sinn. Thank you.
Alright. Bye! Da bleibt kein Fall übrig. Hi. Das Geistersiegel ist gebrochen. Streng dich an, Kleiner. Wen nennst du hier Klein? Ich zeig dir gleich, was für einen Großen ich hab. Cool, aber ich mag das Spiegelschild immer noch nicht. Let's go, let's do this! Easy. Das waren aber verdammt viele Fledermäuse. Wait a minute. Sind wir gerade auf dem direkten Weg hoch nach zu Ganondorf? Echt jetzt? Wie hat er mich denn erwischt? Diese weniger Schaden hätte ich echt gegen den Eisenprinz gut gebrauchen können. Wait a minute, sind wir jetzt gerade wirklich auf dem direkten Weg hoch zu Ganondorf? Na super. Was? Hm.
Was? Au. Ich bin gerade ein bisschen angespannt, deswegen sage ich die ganze Zeit nichts. Double kill! Double kill, 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 kill. Oh mein Gott. Okay. Die Frage ist, was will ich mitnehmen gegen Ganondorf? Was für Waffen will ich benutzen? Die Ocarina wird mir, denke ich mal, nichts mehr helfen. Ich denke mal, mit den drei Sachen bin ich am besten bedient. So. Okay. Huh. Huh. Tief durchatmen. Am besten nein. Ich mache hier nochmal eine kurze Aufnahmepause. Wow. Ich hätte es nicht gedacht, dass wir das jemals sehen. Dieses Tor. Dieses Tor. Was mich persönlich von dem wohl, von wohl dem Kampf noch trennt, von dem ich nie je gedacht hätte, dass ich den wirklich selbst mal sehen werde. Alles klar, gut. Ich muss mich seelisch erstmal darauf vorbereiten. Und ja, nächsten Part, egal wie lang der wird, schätze ich mal, werden wir Hyrule retten. Oh man. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Oh man. Alles klar. Man sieht sich. Baba.